Warte mal, kannst du Pause machen? So, haude. Haude, da mal. Musst du noch kurz umstellen, die Kamera. Stellen. So, los geht's. Hallo. Bin ja fertig. Ja, naja, gut, okay, achso, dann muss ich gleich springen. Ja, hoch, gut. Na, über 10 okay, Sekunden drei, schon. Zwei, ja, ja, 2, 1 und Spiel fortsetzen. Bayer Leverkusen gegen Neapel. Oh Gott, ich habe ewig nicht mehr gespielt, ey. Ja, genau. Wollen die Ausreden nochmal am Anfang, ey? Oh, nee, Mann, doch. Genau wie mit dem Fernseher letztens schon. Außerdem hast du doch Julian Brandt. Ja, ja, und ich habe auch Kampel. Alter, voll die Rotkarte. Naja, ja, ja. Naja, von vorne schön. Warum ist denn so langsam Insigne hier? Ja, das ist ja nicht. Nee, das war ja auch nicht. Das ist eine rote Karte. Nee, ich wollte ja nur noch einen Ball grätschen. Ich dachte, den krieg ich noch. Außerdem war der eh schon im Aus. Da kann er ja nicht. Naja, da kann er ja nicht. Und dann sagt er, redet er ja nicht weiter. Oh Gott. Vernaschen hat er sich da lassen. Gutes Zuspiel. Leverkusen. Aus Ecke. Leverkusen. Naja. Siehst du das Ziel, ne, wa? Doch, das sehe ich, ja. Ja. Ah. Aber bringt nichts. Aber wird nichts. Na, wo ist denn das Ziel jetzt gerade? Auf dem Elfmeterpunkt wart gerade am Anfang. Und jetzt? Vorne, kurze Strafraumecke. Hier. Was denn? Boah. Ja. Ach so. Ja, na klar. Sehr kopfballstark, die Italiener auf jeden Fall, wie immer. Die Neapolitaner. Melik. Sehr gut aufgepasst. Beeil dich. Jetzt gibt's Einwurf. Jetzt könnte es gefährlich werden. Den Ball hat er. Ach du Scheiße, was war denn Titte? Ja, das hasse ich bei FIFA. Bei jedem FIFA-Teil. Du drückst leicht auf Kopfball und er muss ihn erst annehmen. Wie oft ich das schon hatte, immer. Mann, hau ab da. Das ist doch nicht dein Ernst. Chicharito. Oh Gott, Schizzerito. Schizophrenito. Und jetzt Bellarabi. Und den spielt er gleich wieder zurück. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ja, der rennt auch da weiter, dann läuft dort den Young da. Mann. Kannst du mir ruhig sagen, wenn du zu mir spielst. Mann, mach. Ja, was soll man da machen? Kann man nicht machen. Tor. Schieß, ja, Mann! Schade. Schade, ey. Hä, was hab ich denn jetzt gemacht? Ja, daneben geschossen. Achso, Entschuldigung. Nicht über die Halbzeit, denk dran. Über die Hälfte. Nicht über die Halbzeit. Dann fahr halt den noch ein paar Minuten. Na gut, das muss ich ein bisschen steigern hier. Wird das noch nischt bis jetzt. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Jose Caichon.
noch so. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Ja. Das war überhaupt, also das war meiner Meinung nach ja kein Foul. Da siehst du richtig schön, wie er zur Scheibe hochsteigt. Doch, doch, war ein Foul. Oh na gelb, ey, so eine Scheißentscheidung, so ein Witz, das ist eine Ecke und nicht weiter. Und siehst du meine Markierung? Ja. Nee, böse ich nicht. Bin ja ehrlich. Bin ja eine ehrliche Haut. Naja, danach nicht mehr, ne? Ich hab's dann aus. Nee, ich hab's gar nicht gesehen. Ach so, dann braucht man die ja überhaupt nicht ausstellen. Ist ja ein totaler Schwachsinn eigentlich. Mann. Torwart? Oh, voll überknapp. Ja, für dich ist das natürlich nichts, wa? Du hast das alles schon mal gesehen. Zack. Ja. Ein Assi, ey. Vielleicht jetzt mal bei 04. Er schießt! Mann! Da doch nicht hin. So kann er die gegnerische Abwehr natürlich nicht. Achso, ja, da habe ich hier nicht gespielt, stimmt. Ja. Genau, und da habe ich auch noch nicht schon vor 10 Minuten geschossen gefühlt. Manu, mach doch einfach mal. Das, ey. So, oh Gott sei Dank, neue Hebel. Für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Der überhaupt nicht in die spielt, der drückt den Stick nach rechts. Mann, und er spielt den nach links. Nach oben, ey. Gott, ey. Holt er sich vollkommen problemlos. Kaufst du schon wieder ein Kaugummi, oder? Den brauch ich gar. Meine Nerven zu beruhigen hier. Steh auf da, du Hirsch. Ecke. Ja. Torwart. Formadig. Ja, super. Weltklasse wieder, wirklich. Genau, Alter, der steht an der. Oh, nein! Oh, oh Gott, was macht die Todesgrätsche? Da? Oh, der da? Oh, war, das war, ja, aber mein Freundchen. Ja, das war's. Das hatte ich auch schon, ja. Ich hab völlig die falsche Taste gedrückt. So eine Scheiße, ey. Oh Mann, ey. Habt ihr ja keine Diskussion? Nee. Da jetzt. Hat er gerade erst Geld gekriegt, ey. Ja. Nein, wohl hinten noch. Ja, da wollte ich ihn genau. Wunderbar. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch. Ey, krass. Da prügelt dann noch weg, als er gedauert, den Ball zu lassen. Ja, den ich auch extra rausgeholt hatte, ja, aber okay. Und jetzt vielleicht Also ich sehe keinen Stich hier mal wieder. Das ist wie immer gegen dich in letzter Zeit. Man hört auf, immer diese Ausflüchte. Voll schlecht, du bist doch der mit den Ausflüchten. Der Fernseher ist zu groß. Ich habe 2 Tage nicht gespielt. Mann, ey, du rennst aber auch wie ein Assi. Da kann man nicht vernünftig grätschen. Ja, gelbe Karte ist es eigentlich, ne, meiner Meinung nach. Man zieht ja auch wegen alle die Karten. War ja auch nicht jeder Scheiße. Ich hab jetzt auch einen Kaugummi im Mund. Ja, ich hör's schon. Voll der Nachahmer. Als wenn der keinen Körper hätte. Als wenn das eine Fliege wäre. oh, ja, natürlich. Gerade die gelbe Karte. Großartig. Krass. Ich habe nur auf Ballabnahme gedrückt, weil der Übertreiber-Schiedsrichter. Gut, den kannst du dann auch mal nehmen, du Vogel. Der kann ja gar nichts da links außen in Ziegen. Der ist ja total unterbewertet. Krass. Ich komme nicht klar. Ja, ich kann es einfach nicht mehr. Es ist so. Es ist einfach so.
Gegen 10 Mann, unglaublich. Lass mich hier abkochen, ey. Spiel mir ja nicht mehr Torchancen raus. Nischt. Ey, krass. Mann, du Bastard. Lass mich, bewegt dich einfach. Ey, hier hat jeder in diesem Scheiß-Team hat hier gelb. Ich kann ja auch ja keinen Zweikampf mehr annehmen. Ja. Ja, das war so klar. Das konnte nur so passieren. Ja. Ganz genau. Wenn wir unnötig 4 Minuten nachspielen. Naja, gut, okay, war gelb-rot, alles. Das war so klar. Anders konnte das Tor jetzt gerade nicht fallen. Meine Scheiße, ey. So, wo fehlt denn der eigentlich? Na, einen Schuss hat er. Ein Schuss aufs Tor ist schon mal ganz gut. Ja, aber der hat ja gereicht. Ja, trotzdem. Einfach nur schlecht, ja. Naja, aber es steht 1-1. Also das reicht ja für mich immer noch. Ja, gefühlt stand schon wieder 3-0 für dich. Und der sei. Der Trainer geht auf Nummer sicher, er wechselt ihn aus. Das Risiko einer gelb-roten war zu groß. Das könnte eine Gelegenheit werden. Mann, mach doch den Haken da. Mann, geh doch weg da, du. Genau den falschen. Himmel. Genau den falschen. Oh Gott, das wäre nicht lobend. Die schaffen das hier nicht mehr. Ja. Wenn der Typ abgeklärt wäre, hätte er sich einfach fallen lassen bei der Grätsche. Ich wäre genau in den Mann drin gerannt als Spieler. Den Gedanken hatte ich auch, aber zum Glück hat er das nicht gemacht. Hä? Ist so geil, wie er einfach nicht spielt. Er spielt einfach den Ball nicht. Ey, die sind alle so lahm in den Drehungen, ja, und in Bewegungen, aber gerade jetzt. Hä? Ja. Ah, ja. Rüde, ja. Mann, weg da. Welpe. Genau. FSP. Die Fans wollen natürlich den Sieg und beschweren sich hier immer wieder, weil es ihnen viel zu lange dauert. Es wirkt so. Oh Gott, die Schmauer springt aber auch ja nicht hoch. Die haben überhaupt keinen Elan. Nee, lass mal. Naja, hau mal ab da vorne. Ich wollte ja nur irritieren ein bisschen hier. Ach so. Gottes Willen, der Jedwai, ey. Gucke. Dann komm noch rangerannt. Mann, ey, kann ich mal einen Ball 5 Sekunden in eigenen Reihen halten? Das wäre schon mal toll. Wirklich. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unverweisen. Chance erstmal vorbei. Boah, wie schnell deine Spieler sind, ey, voll übertrieben, ey. Wann sind die denn so schnell, die Leverkusener? Also jetzt gerade in der Kiste, das mal an. Guck mal, wie rot der schnelle ist. Ja, gut, das ist ja auch ein Außenverteidiger da, aber. Naja, vorne. Deswegen sollte er vielleicht mal ein bisschen rennen können. Entschuldige bitte. Nee, das war der Tar, der Innenverteidiger. Mann. Achso, naja, dann du mit deinem Außenverteidiger denn. Wisst ihr, das meint, die kommen nicht hinterher, die sind so langsam. Ey, jeder mit dem Kopf daran. Ist das ein Vogel, ey. Ein richtiger Spacken. Boah. Alles Spacken hier. 12 Meter oder was? Nee. Das war hier noch eine Grätsche. Schön mit der offenen Sohle einfach nur hin gepoltert. Und Tor. Ah, schade. Der Chicharito, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der kommt da ohne Probleme zum Kopfball und alle. Na gut, aber der wird doch nicht verteidigt, aber. Ich gib's auf, ey, ich gib's auf, wirklich. Ich hab die Schnauze voll hier wieder, ey. Ich weiß schon, warum ich nur noch hier einen Computer spiele. Ganz einfach. Mann, hallo. Ey, totale Defensive, müssen wir 1-1 halten hier gegen 10 Mann gegen Leverkusen. Voll die Übermannschaft, ey, Leverkusen. Krass. Fällt da sowieso gleich der 2-1 hier wieder durch einen Fehler. Ja, macht mir trotzdem keinen Spaß dann. Naja, das ist mir doch egal. Soll dir auch keinen Spaß machen.
nicht den Ball abnehmen, ey. Krass. Nein, was mache ich denn? Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner... Ey, der den annimmt, er kommt nicht aus dem Pott. Krass. Unglaublich, ey. Mann. Hm? Und alle Abpraller landen wieder dahin. Och nee. Scheiße. Aber spielst du volle Offensive? Ich hab hier den Eindruck voll die Übertreiber, die Leverkusener. Ah, kennt man ja. Weltklasse Mannschaft, Leverkusen. Das ist, der hat Neapel, sieht da alt aus. Mann, ey, wenn man immer mal den Spieler kriegen würde, den man auch haben will. Ey. Und doch, das verkacke ich wieder. Das ist unglaublich krass. Genau. Ey, ich wusste es. Ich wusste es. Es ist... Ey, ganz im Ernst, ey, es gibt's einfach nicht, ey. Ja, das ist ja keiner von mir. Nö, aber das ist doch egal, weil du sowieso jeden Abpraller kriegst. Wenn es jetzt kein Abseits gewesen wäre, wäre doch Wurst gewesen. Sehr guter Einsatz. Ja, keine Ahnung. Ey, er kann nicht mal einen Ball von links nach rechts schlagen. Es ist so krass. Unglaublich. Wie doll soll man da noch auf Flanke drücken, damit der den da rüberschlägt? Echt, ey. Nach den ganzen Patches hier macht es echt keinen Spaß mehr gegeneinander, ey. Mach, lauf. Oh, Entschuldigung. Ich hab einen Flügelstürmer, der nicht in der Lage ist, den Innenverteidiger zu übersprinten. Oder was das für ein Vogel war. Ey, da steht doch keiner. Ein Geeier hier, ey, unglaublich. Ah, war klar. Oh, Gott sei Dank, ey. Den habe ich auch schon da kommen sehen. Ja, danke. Ich kann machen, was ich will. Da springt dir der Ball nach oben. Also sonst hätte ich die Grätsche sauber angesetzt gehabt. War wahrscheinlich ein technischer Fehler hoch. Ja, nun gib doch deine Scheißkarte, ist doch in Ordnung. Diese Rumdiskussion immer, ich muss mal kurz heute auch gucken. Der naja, was heißt Ding 10? Nee, oh, der linke Außenverteidiger hatte ja Brot bekommen, ach so. Ja, sehr, ja, kannst ja so weiterspielen. Ich schaff's ja eh nicht nach vorne. So. Ich dachte vorne. Nein, müssen wir mal jetzt hier nach anderen nehmen. Gut. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Wenn hier in den letzten Minuten noch ein Tor fällt, dürfte das die Entscheidung sein. Ja, jetzt luft mir doch noch mal ein paar Mal. Der Vorland. Ja, 11 Meter. Sind es noch 7 Minuten. Klar spielst du volle Offensive, das ist ja unglaublich. Ey, das meine ich. Ich spiel nicht volle Offensive. Ey, ich hab den Mertens, der übelst schnell ist eigentlich in Wirklichkeit. Keine Chance. Jetzt habe ich wieder einen linken Außenverteidiger und der steht erstmal schön lang. Dazwischen, ey, den also musst du da haben. Ich hab das Gefühl, du spielst mit einem Mann mehr, ganz ehrlich. Also, ich weiß nicht, wo meine Leute stehen. Der Volland, das war eine richtige Reinnahme. Den habe ich gut, dass ich den drin genommen habe. Seitdem ich einen linken Außenverteidiger wieder habe, keine Chance. Der da irgendwie immer frei. Boah, der Vorland, ey, eine Tulpe, Nulpe. Tja, gut genug für meine Innenverteidiger auf jeden Fall noch. Ah, ein Glück. Den endlich. Pass. Aha, voll das Fotzenarschloch.
Ja, ist natürlich nur ein 1-1. Muss natürlich kein Sieg hier sein. Eine Scheiße alles, ey. Kannst du völlig vergessen.